Willkommen zu einer weiteren Folge Spider-Man. Ja, eine weitere schwingtastische Folge am Start. Wir müssen jetzt noch den Arm hier testen. So gut wie neu. Ah, seht ihr das direkt? Okay, ich muss aufhören damit. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Das ist unangenehm. Oh, stopp it. Was ist da denn? Pizza. Ja, sieht aber noch lecker aus, ne? Oh, was können wir hier? Ich liebe den Kaffee auf der Arbeit. Gott segne die Zuschüsse. Ich glaube, wir haben hier Modelle jeder erdenklichen Prothese. Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Taxidor, verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Ja, mein PS4-Controller ist gleich leer, ne? Das ist beschissen. Also, das ist beschissen, ne? Dass der gleich leer ist, das ist echt blöd. Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Oh, was? Projekt teilnehmen? Verfügbar? Diese Station ermöglicht dir, an Stromkreisprojekten zu arbeiten. Zum Fortfahren? X-Drü. Ah! Bonus für vollständigen Abschluss. Ich krieg 200 EP, wenn ich das mache. Ah, sowas ist das wieder. Also wieder so ein Minispiel, ne? Ich merk das schon. Ah, ich bin dumm. Ich hab nicht gesehen, dass da sowas ist. Also es ist cool, dass man hier die Minispiele machen kann, Bonus-EP sich zu gönnen. Finde ich nice. Erfolgreich. Sehr schön. Ganz klar. Danke für 200 EP, ne? Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Ach, vielleicht. Vielleicht kann man das aber auch nicht, ne? Das wäre ja traurig. Der ist schon wie ein Profi. Einfach zack, 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 fertig. Schon besser. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Gesperrt. Na. Da kann ich nicht weiter upgraden. Okay, aber das ist cool. Da haben wir was gefunden. Vorfeuer hatten wir bisher, Otto. Drei, vier, oh, ich kann ihn zuhören. Daran sieht man, dass wir Fortschritte machen. Ich suche mal eben kurz das Aufladekabel nebenbei. Entsteht große Wissenschaft. Dr. Octavius' Optimismus ist wirklich nicht zu erschüttern. Bist du ein Aufladekabel? Komm schon! Bitte sei ein Aufladekabel! Ne, Moment. Da ist ein Xbox-Zeichen drauf. Passt aber trotzdem in den PlayStation-Controller. Erst gestern haben wir eine außergewöhnliche Reaktionskaskade in der limbischen Brücke gesehen. Wir brauchen Ergebnisse. Keine Kaskaden, Doktor. Und Sie kriegen Ergebnisse. Vertrauen Sie mir. Unsere Arbeit wird immer vielversprechender. Die Reaktionskaskade war ziemlich beeindruckend. Elite! Gut, ich wusste nicht, dass ich Xbox Kabel benutzen kann für PlayStation. Doc hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Auf jeden! Der Doc ist mit der Beste. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Was? Vielleicht sogar mehr. Was? Was meint er? Oh Gott, diese Bilder in meinem Kopf. Der Forschungsassistent heute zu spät. Was für Personal beschäftigen Sie mit unserem Geld, Doktor? Bitte lassen Sie Peter aus der Sache raus. Er ist noch jung, muss noch einiges lernen. Aber er ist unentbehrlich. Ein angehendes Genie. Wow, danke, Dr. Octavius. Wie das sein muss, wie die diskutieren, ich stehe am Fenster. Hallo. Mehr Optionen? So, Entschuldigung übrigens, dass ich nicht direkt zum Punkt gegangen bin, sondern mir angehört habe, was die hier einfach labern. Ne? Was die hier erzählen? Oh, Moment. Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Ja, bitte. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber
Ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Sag ich nicht. Da ist das so dunkel, ne? So, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen am Kontrast und so gespielt. Ja, dass mal alles ein bisschen heller aussieht, auch bei euch in der Aufnahme hier. Das ist ja manchmal echt dunkel an manchen Stellen. Ich hoffe, das ist vielleicht ein bisschen heller jetzt. Auf YouTube ist es dann immer noch mal dunkler und. Ach. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für das Kopfkissen getestet. Sorge dafür, dass die Muster übereinstimmen. Das Ziel ist es, die unbekannten Substanzen anhand ihres Ich kann nicht lesen. Verwende Fragmente der unbekannten Substanz und bringe die Absorptionslinien im Spektrum im Einklang. Bewege einen Cursor und drücke Fragment aufzuheben. So, oder was? Das ist ja jetzt nicht so schwierig tatsächlich. Das schaff sogar ich. Tada, also das war ja jetzt ja nicht gerade schwer. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Mein anderer Job. Verlasse das okay. Labor. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Komm, düsen wir ab. Der arme Doc. Der hat schon genug Probleme. Die Leute meckern ihn nur an da, ne? Da macht der Doc eine gute Arbeit. Ne? Man darf das gar nicht mal haten. Greife Gegner von hinten an, um mehr Schaden. Ah, ich mach von hinten mehr Damage. Kamera bewegen, zoomen. Hey, ich wollte zoomen. So, da haben wir einen anderen Job abgeschlossen. EP verdient 250. Spider-Man, hier ist Yuri. Hallo Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Was meinst du mit meinen einzigartigen Fähigkeiten? Was ist, wenn sie da jetzt den nackten Mann macht? Von Just Effects. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Just Effects. Just Effects mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Dann mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Drehen wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören. Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Das hat aber echt nie was Nettes, ne? Also, das ist ja... Ich hoffe, sie macht jetzt nicht den nackten Mann, ey. Wenn sie das mit Fähigkeiten meint, dann bin ich... weg, ne? Und das noch auf dem Dach? Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball?
Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Das ist scheiße. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Mein Anzug sieht auch richtig raponiert aus, ne? Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal den Turm an. Entschlüssel! Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Passt du die Wellenlänge an? Einfach drehen, ne? Ah, ich kann das auch so... Ah, okay, Moment. Shit, ey. Das ist doch gut so. Ja, so, okay. Hat ein bisschen gebraucht, um den Turm zu aktivieren. Hat ein bisschen gedauert. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Ist das wie bei Assassin's Creed? Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Verbrecher lokalisieren. Ah, das ist wie auf der PlayStation 2 bei der Spider-Man. Ah, wo ich immer Verbrechen sehe zwischendurch und die machen kann, oder? Nachdem ich den Assassin's Creed Turm aktiviert habe. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Was sollen wir dagegen tun? Gegner mit Nahkampfwaffe blocken sie meisten Angriffe ab, sind jedoch anfällig gegen Luftschleuderangriffe. Bam, Kombo in der Luft, Alter. Kombo in der Luft. Ey, zum Glück mache ich hier die... Aua. Und jetzt kriegst du... einen auf die Mütze. Ey, nach oben damit. Und runter. Oh ja, ich wollte unbedingt ausprobieren, den habe ich ja geskillt. Verbrechensmarke X1. Einbruch gestoppt. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Spider-Corp. Okay, den Frieden waren, rette das Opfer. Es ist echt wie damals auf der PS2, wo zwischendrin Leute überfallen worden sind und dann konntest du dies und das machen und... Ah, Nostalgie-Kick, nur in guter Grafik und noch mehr Spaß. Und noch geileres Kampfsystem. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Oh, oh. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Lasst sie los. Moin. Brechen blocke deinen Nahkampfangriff. Setz Netze um Wurfobjekte, um sie zu verwunden. Ah. Also das sind Mini, quasi Fists. Aua. Ah. Alter! Kann ich auch den Dicken? Nee. Aua, das hat wehgetan.
gehört mir. Ich lerne gerade noch, okay. Ich will mal gucken, kann ich auch den Gegner in der Luft dann noch? Dann halt nicht. Ich würde gucken, ob ich den Gegner in der Luft, ach man, verprügeln kann. Also so ein Mega-Kombo-Angriff des Todes machen. Oh ja, kann ich. Das hat gesessen. Komm hier. Friss das. Und noch einen. Hoho. Ja, nice. Oder sie ist tot. Lass mich los. Oh, sie hat eine Waffe. Rette die Geisel, bevor du die Zeit abläuft. Benutze, um das Ziel an zu visieren. Und drücke R1. Und wenn die Zeit abläuft, gibt ihr dir einfach einen Headshot oder was? Ja, moin. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Spider-Typ. Was? Halte in Richtung einer Wand und halte für einen Wand... Was? Ja, genau, Alter. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Spider-Corp! Spider-Corp! Ich bin der Spider-Corp, Cop, Cop, Cop. Au. Oh. Alter, wie ich die Wände hier hochsprinten kann. Okay. Entschlüsseln. Kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Erstmal muss ich ungefähr... Falsche Richtung, ne? So. Ha, geht doch. Das ist gar nicht so easy, okay? Ein weiterer Turm aktiviert. Oh, was ist das denn? Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Ein Rucksack. Aber okay. Das habe ich schon mal alles gescheckt. Das ist schon mal sehr gut. Oh, ich finde das ist mega geil, das Spiel bisher. Was ist das? Ein goldener Rucksack? Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Viele davon wohl in der Stadt verstreut sind. Wie viele Rucksäcke hast du denn gekauft und vergessen, Mann? Was zur Hölle? Der hat aber einen Rucksackverschleiß. Ich finde Rucksäcke, um Rucksackmarken zu verdienen, mit denen du bessere Ausrüstung herstellen kannst. Ernsthaft? Rucksäcke 1 von 6. Chinatown. Wenn das Chinatown ist. Okay. Das ist sehr, sehr groß, das Gebiet auf jeden Fall. Ja. Heiliger Bimbam. Das ist mein Apartment. Da ist eine Rucksackmarke. Menükarte vom ersten Date. Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh.
Spider-Corp! Ich bin da! Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Da! Spider-Man! Knallt ihn ab! Ich mach erstmal den hier alle, ne? Au, wow, 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 das tat weh. Was ist das denn? Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Oh, das stimmt. Bam, bam. Oh, Combo-Wombo. Kennt das eine Autotür? Ja. Rein in den Laden. Yuri, ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops unermüdlichen... Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Ich glaube, sie steht auf mich. Krankenhausrechnung. Ich kann die ansehen. Meine verletzte Schulter war schnell verheilt. Länger dauerte es, bis die Rechnung bezahlt war. Ah, $2,300. Das ist mal, nicht wenig, würde ich mal behaupten. Menükarte des ersten Dates. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Ich hätte sie gern edler ausgeführt. Aber... Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Entschuldigung, hast du sie weggemacht? Ich hätte sie gern edler ausgeführt. Aber es macht ihr nichts aus. Warum sollte sie aber was ausmachen? Ressourcen? Verbrechensmarke. Kläre Verbrechen auf, um Verbrechensmarken zu verdienen. Spieler weiter zu freischalten von Verbrechensmarken. Habe ich 4 von 6? Ha! Ich kann immer... scannen, ne? Wie öffne ich nochmal meine Map? Backpack. Oh, Rucksack. Rucksack, Backpack. Na, 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 na. Okay, sorry. Yo, das ist schon mal nice, dass wir so weit sind, dass wir hier, ja, ordentlich Zeug machen können und tun können, vor allem. Verbrechen bekämpfen, Story machen. Ja, mal sehen, was wir davon machen. Ich denke, ich werde viel Story machen. Weil sonst würde das Let's Play 100 Jahre dauern, wenn wir jeden Schissel machen, wie zum Beispiel... verzweifelt versuchen, hier hochzukommen. Ja? Ah! Harrys VIP-Karte für den Nachtclub. Er wollte mich immer einbeziehen. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Spider-Man. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr heute noch eine Folge wollt, lasst es mich gerne wissen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann aktivieren wir da hinten den, ja, letzten Turm. Ne? Eine große Stadt vor uns.